Ägypten. Nirgends auf der Erde gibt es mehr archäologische Schätze als hier. Sehen Sie sich das an! Unter dieser Wüstenlandschaft liegen die Geheimnisse einer uralten Zivilisation. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Saison lang konnten wir mit unseren Kameras die Ausgrabungen hautnah miterleben und einmalige Einblicke in die Arbeit der Archäologen erhalten. Das ist der kritischste Moment. Verborgene Geheimnisse werden gelüftet. Wir haben Glück. Wow. Viele Mumien. Es riecht furchtbar. Und es werden Entdeckungen gemacht, die unseren Blick auf die Geschichte verändern könnten. Wir hatten keinen Beweis. Bis jetzt. Hier hat alles angefangen. Das hätte ich nie erwartet. In dieser Episode entschlüsseln Archäologen das Rätsel der großen Sphinx. Es ist die berühmteste Statue der Welt. John Ward wird archäologisches Neuland betreten. Nach 3.500 Jahren schaue ich als Erster unter diese Sphinx. Alejandro Jiménez Serrano findet Hinweise auf einen Krokodilkult. Die Frage ist, warum die Krokodile mumifiziert wurden. Und Jared Caballo Perez entdeckt einen mumifizierten Hund. Ich war völlig überrascht. So etwas hatte ich nicht erwartet. Die große Sphinx von Gizeh. Eines der berühmtesten Monumente der Welt. Ägyptologen vermuten, dass sie etwa zur gleichen Zeit wie die Pyramiden von Gizeh gebaut wurde. Vor 4.500 Jahren. Die riesige Statue hat den Körper eines Tieres und das Gesicht eines Menschen. Weltberühmt wirft sie immer noch viele Fragen auf. Überall in Ägypten versuchen Archäologen, die Rätsel der Sphinx zu entschlüsseln. Der Ägyptologe Dr. Chris Naunton hat sich zur Aufgabe gemacht, ein umstrittenes Geheimnis zu lüften. Wessen Gesicht trägt die Statue? Zuerst müssen wir uns eine Vorstellung davon machen, wie das Gesicht wohl in früherer Zeit ausgesehen hat. Erst dann können wir es mit uns bekannten Gesichtern vergleichen. Chris Naunton denkt, das Gesicht wurde einem Pharao nachempfunden. Zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, hatte die Sphinx eine zierliche Nase und war bunt bemalt. Doch wessen Gesicht trägt sie? Es könnte König Cheops sein, der auch die große Pyramide erbauen ließ. Er hatte ein eckiges Kinn wie die Sphinx, doch sicher ist sich niemand. Das einzige Abbild, das Archäologen von Cheops haben, ist eine winzige Statue. Die Sphinx hatte einst einen Bart, genau wie Cheops Sohn Khafre. Als Khafre Pharao wurde, baute er die Pyramide direkt hinter der Sphinx. Der ursprüngliche Bart ging in der Antike verloren und später wurde ein anderer angefügt. Die Identität des Gesichts bleibt ein Geheimnis, das erst noch gelüftet werden muss. Die Gesichter ägyptischer Abbildungen zuzuordnen, ist eine ungenaue Wissenschaft. Womöglich ist es ein Pharao der 4. Dynastie. Wahrscheinlich Khafre. Ägyptische Sphinxe sollen heilige Stätten schützen. Sollte dies Khafres Sphinx sein, wäre sie perfekt positioniert, um sein Pyramidengrab zu bewachen. Chris Naunton muss Hinweisen nachgehen, um noch andere Geheimnisse der großen Sphinx zu lüften. Rund 645 Kilometer südlich von Gizeh in Jabal as-Silsila. Alle da? Ich glaube schon. Wir sind spät dran. Das Archäologen-Ehepaar John Ward und Maria Nielsen bricht zu einer Ausgrabungsstätte auf, an der Sphinx-Statuen hergestellt wurden. Doch sie kommen auf dem Nil nur langsam voran. Der Motor will nicht. Jetzt aber. Ihr müsst positive Schwingungen senden. Komm schon, Abdullah. Bis wir dort sind, ist es sicherlich schon 8. Noch eine Stunde verloren.
Nur 35 Minuten. Da sie nur an wenigen Tagen graben dürfen, zählt jede Minute. Letztes Jahr haben Maria Nielsen und John Ward eine Sphinx an diesem Ort gefunden. Anders als die große Sphinx in Gizeh hat diese Statue einen Widderkopf. Man nennt sie Kreosphinx. Natürlich handelt es sich hier um den Rohzustand einer Skulptur. Doch man erkennt den Widderkopf, das Horn des Widders. Im vorderen Bereich sollte sie wahrscheinlich die Statue des regierenden Königs halten. Die Kreosphinx aus Sandstein wurde hier im Steinbruch aus dem Fels geschnitten, bevor sie an eine heilige Stätte transportiert werden sollte. Am Bestimmungsort angekommen, setzten die Bildhauer der Kreosphinx ihre Arbeit fort, gingen ins Detail und vollendeten ihr Werk. Sie bewachten Gräber oder andere Monumente. Vereinfacht gesagt ist jede Sphinx eine Art Wächter oder Beschützer. Maria Nielsen vermutet, dass diese heilige Statue für die Allee der Sphinxen gedacht war. Einer Straße zwischen den Tempeln von Luxor und Karnak, die von Sphinxen mit Widderköpfen gesäumt ist. Doch aus irgendeinem unbekannten Grund hat sie die Reise nie angetreten und wurde nie fertiggestellt. Maria Nielsen will herausfinden, warum. Warum wurde sie hier zurückgelassen? Warum steht sie nicht auf der Allee der Sphinxen im heutigen Luxor? Wir hoffen, dass wir durch diese Ausgrabung in der Lage sein werden, das Geheimnis der Sphinxe ein Stück weit zu lüften. Ein großer Felsen unter der Sphinx behindert die weitere Untersuchung. Passt auf eure Zehen auf, Jungs! Ihr seid unglaublich! Nachdem der Felsen beiseite geräumt wurde, wird ein Hohlraum unter der Sphinx sichtbar. Jeder, der Indiana Jones gesehen hat, versteht, dass ein Archäologe aufgeregt ist, wenn er plötzlich ein Loch sieht. Trotz der Gefahr will John Ward unter die Sphinx kriechen. Nach 3.500 Jahren schaue ich als Erster unter diese Sphinx. Etwa 65 Kilometer südlich in der Nähe von Asuan, in der alten Nekropole Kubet el Hawa, leitet Alejandro Jiménez Serrano eine der derzeit größten ausländischen Ausgrabungsexpeditionen in Ägypten. In den letzten 11 Jahren haben wir diesen riesigen Gräberkomplex freigelegt, in dem die Statthalter der 12. Dynastie begraben wurden. Die Grabkammern wurden für die Adligen gebaut, die 500 Jahre nach dem Bau der Sphinx im Süden Ägyptens regierten. Mal sehen, was wir finden. Wer weiß, was uns erwartet und welche Überraschungen wir erleben werden. In der Nähe des Abhangs findet das Team einen Schädel im Sand, bald darauf einen zweiten. In den riesigen Kiefern befinden sich noch einige 5 cm lange Zähne. Zuerst sahen wir nur diesen Kopf und dachten, wow, ein Krokodil. Dann tauchte hier noch ein zweites Krokodil auf. Für Raquel Rodriguez sind die Krokodile ein besonderer Fund. Es ist ihre erste Ausgrabung in Ägypten. Ich habe gefragt, ob das öfter vorkommt. Und sie sagten mir, dass dies die ersten Krokodile in 11 Jahren sind. Also ich bin sehr glücklich darüber. Die Krokodile befinden sich in der Nähe des Nils. Aber sie sind nicht auf natürliche Weise hierher gelangt. Die Knochen weisen schwarze Flecken auf, Reste von Haut und Fleisch. Die Krokodile sind so gut erhalten, dass Alejandro Jiménez Serrano vermutet, sie seien mumifiziert worden. Die Frage ist, warum die Krokodile mumifiziert wurden. Mumifizierte Krokodile sind ein ungewöhnlicher Fund und wurden bisher nur an wenigen Orten in Ägypten ausgegraben.
Sie könnten ein Zeichen für eine seltene Form der Tierverehrung sein. Nach und nach gräbt das Team weitere Skelette aus. Am Ende sind es 11. Sie alle zerfallen, bis auf eins. Leider sind die meisten in keinem guten Zustand. Doch dieses hier ist fast perfekt erhalten. Das unversehrte Krokodil ist äußerst empfindlich. Das Team darf nicht riskieren, es zu beschädigen. Bevor die Mumie bewegt wird, werden vorsichtig die umgebenden Knochenfragmente entfernt. In der Mittagssonne liegen die Temperaturen bei über 30 Grad Celsius. Es ist heiß und der Geruch ist unangenehm. Es stinkt. Ich rieche nichts, weil ich erkältet bin. Aber sie sagen, es riecht übel. Da das Krokodil jetzt Luft und Sonne ausgesetzt ist, verfault es schnell. Alejandro Jiménez Serrano muss es zügig hier herausholen. Raquel Rodriguez arbeitet in dem Team, das das Krokodil aus der Sonne schaffen soll. Scary. Erschreckend. Es liegt schon seit so vielen Jahren hier. Und sobald man den Sand, der das Krokodil bedeckt, abträgt und Sonne und Sauerstoff herankommen, wird sein Zustand von Sekunde zu Sekunde schlechter. Wir müssen schnell arbeiten, aber nicht überstürzt, denn wenn es schief läuft, könnte es völlig zerstört werden. Die Situation ist also angespannt. It's a tense situation. Endlich ist es soweit. Die Krokodilmumie wird fortgeschafft. Die größte Herausforderung besteht darin, das Skelett in einem Stück zu bewegen. Im Grunde gehen wir genauso vor wie bei menschlichen Mumien. Der Schwanz ist nur noch schlecht mit dem Körper verbunden. Er könnte leicht abbrechen. Das ist ein sehr heikler Moment. Wir wollen die Mumie des Krokodils auf ein Holzbrett legen, um sie ins Labor zu bringen, wo sie konserviert wird. Ich bin sehr nervös. Etwa 160 Kilometer nördlich, am Westufer des Nils bei Luxor, ist der Archäologe Miguel Molinero wieder einmal auf dem Weg zu einer 4.500 Jahre alten Nekropole in der Nähe des Tals der Könige. Meine erste Ausgrabungssaison in Ägypten war vor 32 Jahren. Es ist ein bisschen so, als käme ich jedes Jahr hierher nach Hause zurück. Miguel Molineros Team kommt aus Teneriffa in Spanien. Letzte Saison haben sie zusammen ein Familiengrab in Al-Assasif freigelegt. Sie fanden mumifizierte Gebeine, doch ihre Grabungsgenehmigung lief aus, bevor sie sie näher untersuchen konnten. So ist es immer. Am letzten Tag taucht etwas Aufregendes Neues auf, das dann bis zur nächsten Saison warten muss. Genauso war es auch letztes Jahr. Der 26-jährige Jared Caballo Perez kann es kaum erwarten, weiterzugraben. Ägypten macht in gewisser Weise süchtig. Es ist schön, zurückzukommen und weiterzuarbeiten. Nach einem Jahr bangen Wartens ist heute ihr erster Tag am Ausgrabungsort. Wir mussten sie wie vorgefunden zurücklassen. Es war keine Zeit, sie vorsichtig herauszunehmen. Das Team deckte damals die Mumien ab, um dem Zerfall vorzubeugen. Wir sind gespannt, ob der Schutz ausreichend war. Wir haben ein Jahr lang darauf gewartet, nachsehen zu können. Es könnte sein, dass sich ihr Zustand im letzten Jahr verschlechtert hat. Wir müssen vorsichtig sein. Perfekt. Sie sind gut erhalten. Jetzt können Sie mit der Untersuchung beginnen. Zwei vollständige, mumifizierte menschliche Skelette und eine dritte, viel kleinere Mumie. Ich war völlig überrascht. So etwas hatte ich nicht erwartet. Als Sie genauer hinsehen, fällt Ihnen auf, dass sie auf unübliche Weise einbalsamiert wurde. Es gibt nur eine statt drei Lagen Binden um den Kopf. Und die Gliedmaßen sind gemeinsam umwickelt, nicht einzeln. Das Überraschendste jedoch ist die Form des Schädels.
Zuerst dachten wir, es sei ein Baby. Doch dann erkannten wir an den Zähnen und der Form der Knochen, dass es sich um einen mumifizierten Hund handelt. Ein mumifizierter Hund in einem Menschengrab ist höchst ungewöhnlich. Soweit wir wissen, ist das ein sehr seltener Fall. Wir haben in ganz Ägypten viele Hunde gefunden, aber sie lagen nicht neben menschlichen Körpern. Die Entdeckung könnte helfen, die Bedeutung von Tieren im Glauben der alten Ägypter näher zu beleuchten. Vielleicht war der Hund eine religiöse Opfergabe an einen bestimmten Gott. Hunde werden vor allem mit dem Gott Anubis in Verbindung gebracht. Anubis wird mit dem Kopf eines Schakals dargestellt. Er war der Gott der Mumifizierung. Er wog das Herz eines Toten gegen eine Feder auf. War das Herz leichter, durfte die Seele in den Himmel auffahren. War es schwerer, wurde die Seele von Amit, der Göttin des Jenseits, gefressen. Anubis wird häufig in Gräbern dargestellt, um die Mumie zu beschützen. Der mumifizierte Hund könnte ein Opfer für Anubis gewesen sein. Aber etwas ergibt keinen Sinn. Bei der Reinigung fanden wir etwas sehr Ungewöhnliches. Die Anordnung der Mumien liefert ihnen einen verblüffenden Hinweis. In Kubet El Hawa kämpfen Archäologen um die Rettung eines seltenen mumifizierten Krokodils. Ihre Entdeckung könnte dazu beitragen, die altägyptische Praxis der Tierverehrung zu entmystifizieren. Könnte dies auch helfen, den Zweck von Tierstatuen wie der großen Sphinx zu erklären? Raquel Rodriguez und das Team bringen die Krokodilmumie vorsichtig ins Labor. Geschafft. Wir haben jetzt 3,5 Stunden in der Sonne gearbeitet und alles ist gut gegangen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das Krokodil hat die Reise unbeschadet überstanden und kann nun genauer untersucht werden. Alejandro Jiménez Serrano rätselt noch, was die mumifizierten Krokodile hier sollen. Das kommt in der Archäologie immer wieder vor. Die Herausforderung besteht darin, es zu erklären. Möglicherweise besteht eine Verbindung zu einem mysteriösen Kult, der einen alten Gott namens Sobek verehrte. Sobek wird immer als Krokodil dargestellt. Ein Tier, das an den Ufern des Nils lebte. Es steht in Verbindung zu der Fruchtbarkeit, die der Fluss Ägypten verlieh. Sobek war der Krokodilgott, der die Welt erbaute und den Nil aus seinem Schweiß schuf. Die alten Ägypter fürchteten seine Macht, verehrten ihn aber auch als Beschützer und Heiler. In einer Version des Mythos wurde der Gott Osiris im Kampf zerstückelt. Sobek sammelte die Körperteile ein und setzte sie wieder zusammen. Einige wohlhabende Ägypter züchteten Hauskrokodile, die sie mit Juwelen schmückten und mit guten Speisen und Wein fütterten. Wenn die Krokodile starben, wurden sie mumifiziert und als Weihegabe an Sobek begraben, um für Schutz im Jenseits zu sorgen. Doch die Existenz eines Krokodilkults in Kubet El Hawa ist für Alejandro Jiménez Serrano neu. Es gab bislang keinen Hinweis auf Krokodilverehrung in Assuan. Möglicherweise wurden Krokodilrituale nicht nur in einem kleinen Gebiet Ägyptens praktiziert. Diese Entdeckung ist ein Beweis dafür, dass die Anbetung von Tiergöttern nicht allein Pharaonen vorbehalten war, die Sphinx-Statuen bauten. Überall in Ägypten brachten Menschen unterschiedlichen Tiergöttern in Form von Mumien Opfer dar. Sobek war populärer, als wir dachten. Alejandro Jiménez Serranos Team sucht nach weiteren Hinweisen auf einen Krokodilkult. Wenn diese Krokodile ein Menschengrab beschützen sollten,
könnte sich dies ganz in der Nähe befinden. Kommen Sie bitte her. Ich habe zwei Schädel gefunden. Danke. Es wurden zwei Schädel entdeckt. Wenige Meter entfernt vom Krokodilgrab macht das Team eine verblüffende Entdeckung. Yes! Im Steinbruch von Jabal as-Silsila untersuchen Maria Nielsen und John Ward eine Sphinx mit Widderkopf. Wie die Sphinx in Gizeh könnte sie zum Schutz einer religiösen Stätte angefertigt worden sein. Nun versuchen sie zu klären, warum die Statue nicht vollendet wurde. Ich kann nicht glauben, dass ich meinen Kopf unter diese Sphinx lege. Sie liegt transportbereit auf einem Stein. Es wurde bereits unter ihr gegraben, um einen Schlitten zu platzieren, sie anzuheben und hier wegzuschaffen. Die Sphinx war kurz davor, abtransportiert zu werden. Warum ließen die alten Ägypter sie dann unvollendet zurück? Maria Nielsen sucht in der Umgebung nach einer Erklärung, warum die Ägypter auf die schützende Kraft dieser Sphinx verzichteten. Wir suchen weiter. Nach etwas Gemaltem oder Geschriebenem. Irgendeine Form von Hinweis. Siehst du die roten Zeichen dort? Die roten Zeichen auf einem Sockel sind zu schwach, um sie zu entziffern. Für eine genauere Analyse benötigt Maria Nielsen Fotos. Ich werde mich vorsichtig von hinten nähern und versuchen, nicht diese 4 Meter hohe Wand aus Erdmaterial hinter mir zu haben. Sie könnte auf mich stürzen. Wünschen Sie mir Glück. Marias Unterfangen ist gefährlich. Neben dem Fels sind lose Steine aufgeschichtet. Wenn sie Pech hat, könnte ein falscher Schritt einen Erdrutsch auslösen. ...645 Kilometer nördlich steht die große Sphinx. Die alten Ägypter glaubten, dass viele Tiergötter heilige Kräfte besäßen, die sie schützten. Wenn König Khafre die Sphinx in Auftrag gegeben hat, wollte er sich diese Kräfte selbst zunutze machen. Die große Sphinx ist eine der bekanntesten Statuen Ägyptens. Vielleicht sogar die bekannteste der Welt. Aber sie bleibt ein Mysterium. Chris Naunton sucht nach Hinweisen darauf, wie sie errichtet wurde. Die alten Ägypter haben die Sphinx aus Kalkstein gebaut, passend zu dem umgebenden Gestein. Die Sphinx wurde nicht auf einer freien Fläche errichtet, sondern aus dem Grundgestein herausgemeißelt. Dieser Ort, an dem wir gerade stehen, war also komplett mit Grundgestein gefüllt, bevor die Ägypter kamen. Die große Sphinx wurde nicht aus Steinen aus weit entfernten Steinbrüchen gebaut. Sie wurde aus der Landschaft von Gizeh herausgemeißelt. Um diese Sphinx erschaffen zu können, mussten die Ägypter sie zunächst vom umgebenden Gestein befreien. Das taten sie, indem sie eine Art Steinbruch um sie herum schufen. Sie ließen nur in der Mitte etwas vom natürlichen Gestein zurück, aus dem sie dann die Sphinx formten. Chris Naunton hat zwar herausgefunden, wie die Sphinx errichtet wurde, doch er muss immer noch das Rätsel ihrer Tiergestalt lösen. Die große Sphinx ist eine Mischung aus Mensch und Löwe. Hier wird einem deutlich bewusst, dass der Körper des Löwen ein Gefühl von Stärke und Macht vermittelt. Vor allem aus diesem Blickwinkel wirken die Vorderbeine des Löwen und die gewaltigen Pfoten riesig. Schwer vorstellbar, dass eine Statue mit menschlichem Körper denselben Eindruck von Stärke und Wildheit vermittelt. Die alten Ägypter fürchteten und verehrten Löwen gleichermaßen. Der Löwe ist die Verkörperung der Göttin Sekhmet, die in einem bestimmten ägyptischen Mythos Tod und Zerstörung über die Menschheit bringt. Dem Mythos zufolge war der Sonnengott Re wütend darüber, dass die Menschen sich gegen ihn gewandt hatten.
Er rief seine Tochter Sachmet, die löwenköpfige Göttin der Zerstörung, zu sich, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Doch Sachmet verfiel dem Blutrausch, bis der Nil rot gefärbt war. Re machte sich Sorgen, dass seine Tochter die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Also griff er zu einer List, um sie aufzuhalten. Er goss 7000 Krüge mit rot gefärbtem Bier auf die Erde. Nachdem Sachmet es getrunken hatte, war sie 3 Tage lang ohnmächtig. Als sie aufwachte, hatte Re sie in die wohlwollende Göttin Hathor verwandelt. Und die Menschheit war gerettet. Ägyptische Götter wie die Sonnengöttin Sachmet werden häufig als Menschen mit Tierköpfen dargestellt. Doch bei der Sphinx ist es umgekehrt. Ein menschlicher Kopf sitzt auf dem Körper eines Löwen. Chris Norton denkt, dass der Pharao, der diese Statue errichten ließ, den Ehrgeiz hatte, göttliche Macht zu verkörpern. Er wollte sich selbst als Gott darstellen. Die Ägypter haben in ihrer natürlichen Umgebung nach Inspiration gesucht. Und genau das sieht man hier. Ein großes, mächtiges Tier. Der Löwe. Als eine Art Symbol für das Königtum. Die Sphinx war nicht nur ein spiritueller Wächter. Ihr Schöpfer wollte sie womöglich als Beschützer des ägyptischen Volkes darstellen. Oder hatte die Sphinx noch eine wichtigere Bestimmung? Chris Norton untersucht die Überreste eines alten Tempels unterhalb der Sphinx. 480 Kilometer südlich in Luxor, an einem Ort, der 500 Jahre nach der Sphinx erbaut wurde, stehen auch Miguel Molinero und Jared Caballo Perez vor einem Rätsel. Sie haben faszinierende Hinweise auf die Verehrung eines anderen Tieres entdeckt, das von den Ägyptern ebenfalls als heilig betrachtet wurde. Warum wurde dieser mumifizierte Hund mit 2 menschlichen Mumien in einem Familiengrab bestattet? Der Hund wurde seltsamerweise auf die Beine der beiden Verstorbenen gelegt. Nach ägyptischem Glauben sind Hunde lebende Repräsentanten von Anubis, dem Gott des Jenseits. Dieser Hund könnte als Opfer für Anubis mumifiziert worden sein, in der Hoffnung auf Schutz im Jenseits. Doch es gibt ein Problem. Normalerweise werden Tiermumien getrennt von menschlichen Mumien bestattet. Miguel Molinero hat eine andere Idee. Er wurde auf den Füßen von 2 Mumien begraben, einer weiblichen und einer männlichen. Es könnten die Besitzer des Hundes gewesen sein, die im Leben nach dem Tod Gesellschaft haben wollten. Es könnte ein Haustier sein, kein Opfer an einen Gott. Sollte der mumifizierte Hund ein Haustier sein, wäre das eine seltene Entdeckung. Wir wissen, dass es im alten Ägypten Haustiere gab. Sie waren nur nicht so verbreitet wie heute. Miguel Molinero sucht nach weiteren Hinweisen, die bestätigen, dass es sich bei dem Hund um ein Haustier handelt. Er entdeckt eine faszinierende Inschrift, die den Besitzer des Grabes zeigt. Zu Füßen des Mannes liegt ein Hund. Er sitzt auf einem Stuhl, vor ihm steht ein Opfertisch. Sein Hund mit dem Namen Heken liegt unter dem Stuhl. Miguel Molinero und Jared Caballo Perez glauben, dass die Inschrift das Geheimnis des mumifizierten Hundes Heken entschlüsselt. Die Menschen in diesem Grab wollten, dass ihr geliebter Hund mit ihnen begraben wird, damit er im Jenseits bei ihnen ist. Das ist wirklich rührend. Als heutiger Mensch kann man das sehr gut nachempfinden, wenn man selbst ein Haustier hat. »160 Kilometer südlich bei Assuan hat Alejandro Jiménez Serranos Team 2 Menschenschädel gefunden, unweit der Stelle, an der sie 11 mumifizierte Krokodile entdeckt hatten. Noch ein Schädel. Jetzt sind es 3 Personen.« Er will den faszinierenden Zusammenhang näher untersuchen. Doch zunächst muss er weitergraben. Es ist die heißeste Zeit des Tages und die Schädel könnten bei der Hitze aufplatzen. Wir haben immer Toilettenpapier bei uns, auch für unsere wissenschaftliche Arbeit. Sie besprühen das Toilettenpapier mit Wasser und legen es auf die Schädel. Eine Notmaßnahme, um sie feucht zu halten, bis sie ausgegraben sind.
Alejandro sucht nach Hinweisen, warum die Schädel so dicht bei den mumifizierten Krokodilen liegen. Er findet heraus, dass es sich bei einem der Schädel um einen kleinen Jungen handelt. Als das Team ihn ausgräbt, kommt etwas Faszinierendes zum Vorschein. Der Sarg ist ein ausgehöhlter Baumstamm, in den das Kind gelegt wurde. Der soziale Status einer Person spiegelte sich in ihrer Bestattung wider. Ein Baumstamm als Sarg ist der Beweis dafür, dass dieser Junge arm war. Dieser Junge hatte die Ehre, hier in Kubet El Hawa begraben zu werden. Doch er gehörte nicht zur Oberschicht. Nur wohlhabende Ägypter konnten sich mumifizierte Krokodile leisten, eine religiöse Opfergabe an den Gott Sobek. Es ist rätselhaft, warum dieser offenbar arme Junge Teil eines Krokodilkults sein könnte. Alejandro Jiménez Serrano versucht, das Rätsel um das Grab des Jungen zu lösen. Sein Team legt nicht nur drei Schädel, sondern auch die dazugehörigen Skelette frei. Die Knochenstruktur des zweiten deutet darauf hin, dass es sich um eine Frau handelt. Sie wurde mit etwas Interessantem begraben. Beim zweiten Skelett fanden wir dieses auffallende Amulett. Das Schmuckstück hat die Gestalt von Bes, dem Gott der Geburt, der bei den armen Ägyptern beliebt war. Das weibliche Skelett wurde noch mit etwas anderem begraben. Neben dem Skelett wurde ein Baby bestattet. Die Kindersterblichkeit war im alten Ägypten erschreckend hoch. Nur jedes zweite Kind überlebte die Pubertät. Es ist immer wieder traurig, wenn man solche Gräber findet. Die Skelette sind übereinander gestapelt. Ein weiterer Hinweis darauf, dass dies ein Gemeinschaftsgrab war für eine Familie, die nicht der Oberschicht angehört hat. Das könnte erklären, warum sie in einer Nekropole für Reiche in der Nähe von Krokodilen begraben wurden. Für manche Menschen war es sehr wichtig, neben ihrem Herrn begraben zu werden. Vielleicht waren es bevorzugte Diener. Es ging nicht so sehr um die eigenen Grabbeigaben. In gewisser Hinsicht war es viel besser, neben einer wichtigen Person begraben zu werden, da man von deren Grabbeigaben profitierte. Wenn diese Diener den Schutz der mumifizierten Krokodile genossen, könnte es sein, dass ihre reichen Herren ganz in der Nähe begraben liegen. Die Suche nach einem Grab der Oberschicht voller Schätze geht weiter. Als das Team die Umgebung absucht, stößt es schon bald auf eine geheimnisvolle Spalte im Felsen. Vielleicht ein weiteres Grab. Im Steinbruch von Jabal as-Silsila sucht Maria Nielsen nach Hinweisen darauf, warum die wiederköpfige Sphinx zurückgelassen wurde. Wir haben eine Reihe von Symbolen oder Inschriften, die wir nicht so leicht entschlüsseln konnten. Es ist eine äußerst schwierige Arbeit, da Einsturzgefahr besteht. Ich wollte da runter, aber... Das geht nicht. Es ist nicht sicher. Ich habe Angst, dass das runterkommt. An einem sicheren Ort verstärkt Maria Nielsen mit Hilfe einer Computersoftware die Farben eines uralten Graffito. Sie entdeckt etwas Unglaubliches. Das ist erstaunlich. Da ist tatsächlich ein Gesicht. Eine lange Schnauze, die das Auge betont. Und dann diese Zähne. Das ist ein Krokodilsgesicht. Als Maria genauer hinsieht, erkennt sie, dass es kein Krokodil, sondern etwas noch Faszinierenderes ist. Diese Bauchlinie sagt mir, dass es sich um den Körper eines Nilpferdes handelt. Sie entschlüsselt die rätselhafte Zeichnung. Es handelt sich um die Göttin Taweret, die die Gestalt eines Nilpferdes hatte. Taweret war die wichtigste weibliche Gottheit in diesem Steinbruch und wurde häufig als Beschützerin dargestellt. Sie sollte die Ägypter vor Schaden bewahren. Maria Nielsen vermutet, dass ein Arbeiter im Steinbruch diese Zeichnung angefertigt hat.
Es handelt sich um keine offizielle königliche Stele, die dieser Göttin gewidmet ist. Es ist eine persönliche Bitte, vor Unfällen geschützt zu werden. Der Arbeiter bat Taveret um Schutz. Die Arbeit hier war gefährlich und die Lebenserwartung gering. Sie wollten geschützt sein. Für mich ist das so, als würde man den alten Ägyptern die Hand reichen. Trotz aller Technik, die wir heute besitzen, und trotz der Entwicklung der Welt, suchen wir immer noch nach Sicherheit. Wir wollen unsere Familien immer noch beschützt wissen und den nächsten Tag erleben. Maria Nielsen forscht weiter. Sie muss die Inschrift datieren. Dort wird das Jahr 34 erwähnt, als dieser Steinbruch eröffnet wurde. Es handelt sich um das Ende der Herrschaft von Amenhotep III. Amenhotep III. Regierte Ägypten zur Zeit des Neuen Reiches, vor über 3000 Jahren. Sein Sohn Amenhotep IV. Revolutionierte Ägypten. Die Anbetung von Tiergottheiten wie Taveret dem Nilpferd, Sobek dem Krokodil und sogar der mächtigen Sachmet der Löwin wurde unter ihm verboten. Amenhotep betete nur einen an, den Sonnengott Aton. Er erklärte sich selbst zum Vertreter Atons auf Erden und änderte seinen Namen in Echnaton. Für Maria Nielsen ist die Inschrift ein Hinweis darauf, warum die Sphinx hier im Steinbruch zurückgelassen wurde. Wir wissen, dass Echnaton sich von der Staatsreligion lossagte. Doch zu der Zeit, als er an die Macht kam, wurden diese Statuen immer noch hergestellt. Vielleicht wurden sie hier zurückgelassen, weil er an die Macht gekommen war. Echnaton ließ die Arbeit an den Sphinxen einstellen. Wir wissen, dass Amenhotep III. Diesen Steinbruch nutzte. Als Amenhotep IV. Zu Echnaton wurde, zerstörte er alles. Dieser Ort wurde nicht mehr genutzt. In Kubet El Hawa bei Aswan muss Alejandro Jiménez Serranos Team zuerst den Eingang zu einem Grab freilegen, bevor es betreten werden kann. Doch es befindet sich gefährlich nah am Rand eines steilen Abhangs. Der weiche Fels bröckelt, was leicht zu einem Unfall führen könnte. Wir müssen bei jedem Schritt vorsichtig sein. Als der Eingang freiliegt, gibt es vielversprechende Anzeichen dafür, dass sie kurz vor einer großen Entdeckung stehen. Wir haben gerade entdeckt, dass das Grab unversehrt ist. Der Eingang ist mit Steinen verschlossen. Das bedeutet, dass ihnen keine Grabräuber zuvor gekommen sind. Drücken wir die Daumen. Hoffentlich haben wir Glück. Alejandro Jiménez Serrano dringt in das unberührte Grab vor. Hier gibt es etwas Seltsames. Im Grab liegen zwei Särge. Doch es gibt eine enttäuschende Nachricht. Die Termiten waren vor ihnen da. So etwas kommt bei Ausgrabungen vor. Schade. Termiten sind ein größeres Problem als Grabräuber. Sie zerstören die Särge. Alejandro Jiménez Serrano will bereits die Hoffnung aufgeben, als er eine weitere Kammer entdeckt. Erstaunlich! Zum Glück haben die Termiten hier nicht gewütet. Wir haben zum ersten Mal Glück und einen Fund ohne Termitenschäden gemacht. Zwei alte, farbig bemalte Särge. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein großer Moment für das gesamte Team. Sie haben gefunden, wonach sie gesucht haben. Die Gräber von Wohlhabenden. Es finden sich Hinweise auf einen Krokodilkult. Das Rätsel um die mumifizierten Krokodile könnte gelöst werden. Die farbigen Särge müssen über mehrere Wochen restauriert werden, bevor sie sicher bewegt werden können. Bis dahin wird das Grab mit einer Eisentür verschlossen, um die Särge vor Grabräubern zu schützen. Perfekt! Jetzt kann ich entspannter schlafen.
Ein zufriedenstellendes Ende eines bemerkenswerten Tages. Wir hatten nicht erwartet, etwas Bedeutendes zu finden. Doch jetzt haben wir zwei bemerkenswerte Gräber entdeckt. Eines mit Särgen und ein anderes mit Krokodilen. Es war einer der intensivsten Tage meines Lebens. Kilometer nördlich, auf der Hochebene von Gizeh, ist Chris Naunton immer noch dabei, die Verehrung der alten Ägypter für Tiergötter und deren Rolle als göttliche Wächter zu erforschen. An den Pfoten der großen Sphinx findet er einen interessanten Hinweis, der die wahre Bestimmung der Statue aufdecken könnte. Wir vermuten, dass dies eine Art Tempel war. Es ist ein Gebäude, das sich direkt vor den Pfoten der Sphinx befindet und auf die gleiche Weise gebaut wurde, aus massiven, vor Ort abgebauten Kalksteinblöcken. Die Kalksteinblöcke des Tempels passen zu denen der Sphinx. Die Ägypter bauten ihn zur gleichen Zeit aus übrig gebliebenem Baumaterial. Chris Naunton begibt sich in die östliche Ecke. Von hier aus macht er eine interessante Entdeckung. Wenn man hier steht, blickt man der Sphinx direkt ins Gesicht. Und tatsächlich ist sie auf die Pyramide ausgerichtet. Ihre rechte Schulter liegt auf einer Linie mit der Achse des Tempels vor und der Ecke der Pyramide hinter ihr. Noch interessanter ist, dass man zu den beiden Tag- und Nachtgleichen genau an diesem Punkt die Sonne am Himmel untergehen sieht. Der Tempel, die Sphinx und die Khafre-Pyramide könnten Teil eines Gesamtplans sein. Bei bestimmten Sonnenständen offenbart ihre Ausrichtung etwas Außergewöhnliches. Wenn die Sonne zur Tages- und Nachtgleiche untergeht, tut sie dies hinter der Schulter der Sphinx und der Südecke der Khafre-Pyramide. Diese beiden Monumente der Macht sind Symbole des Königs. Geht die Sonne unter, werden ihre Schatten eins. Zur Sommersonnenwende versinkt die Sonne zwischen den beiden großen Pyramiden und sieht aus wie eine altägyptische Hieroglyphe, die den Zyklus der göttlichen Wiedergeburt darstellt. Die Architekten, die den Komplex aus Tempel, Sphinx und Pyramide erbauten, verfügten über großes kosmologisches Wissen. Die löwengestaltige Göttin Sachmet war auch eine Sonnengöttin. Vielleicht hilft uns das, die Bedeutung der Sphinx zu erklären und zu ergründen, was für Rituale die Ägypter in einem Tempel wie diesem durchführten. Wenn es sich um eine Sonnengottheit handelt, stand die Anbetung im Tempel vielleicht im Zusammenhang mit der untergehenden Sonne. Die alten Ägypter glaubten, dass Aufgang und Untergang der Sonne einer Auferstehung des Menschen gleichkämen. Die Sphinx könnte das Zentrum eines Komplexes gewesen sein, den König Khafre bauen ließ, um die spirituelle Kraft der Sonne zu nutzen. Heute sitzt die Sphinx allein im Schatten der Pyramide. Doch zur Zeit des Pharao Khafre war sie das Aushängeschild eines großen Tempelkomplexes, der über einen riesigen Damm mit der Pyramide von Khafre verbunden war, der letzten Ruhestätte des Pharaos. Der Tempelkomplex erstreckte sich bis zum Nil, wo sich ein prächtiger Hafen befand. Nach Khafres Tod legte hier das Schiff mit seinem Leichnam an. Dann wurde er in seiner riesigen Pyramide begraben, um auf seine Auferstehung zu warten. Der Glaube der alten Ägypter an die heiligen Kräfte ihrer Tiergötter war so groß, dass sie die Sphinx als schützende Galionsfigur eines architektonischen Gesamtkomplexes errichteten, der König Khafres Reise ins Jenseits sichern sollte.